Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei einer nächsten Episode von Fallout 4 und wir sind vor einer Tüte. Ich glaube, das sollte unser Vater sein. Oder ja, Vater sein. Von Institut. Also eigentlich heißt das unser Sohn. Sollte da sein. Aber ob wirklich er wieder da. Was da. Mal sehen. Also ob wir bekommen Ärger oder nicht. Ich hoffe nicht. Dann wird er echt kacke. So. Wir sind auf dem Dach. Was macht er hier? Vater, was ist los? Mein Sohn. In all den Jahren habe ich das Institut nie verlassen. Nicht einmal seit dem Tag, an dem sie mich hierher gebracht haben. Ich hatte nie einen Grund. Aber jetzt, das bestätigt nur die Wahrheit, die ich schon immer kannte. Das Commonwealth ist tot. Hier gibt es keine Zukunft. Die einzige Hoffnung der Menschheit liegt im Untergrund. Hä? Warum bist du so dann sicher? Warum bist du dann hier? Um die Dinge ins rechte Licht zu rücken. Hier werde ich daran erinnert, welches Glück ich hatte, dass mir ein Leben im Ödland erspart blieb. Du glaubst, ich wurde aus dem Vault entführt. In Wahrheit hat das Institut mich gerettet. Eigentlich uns beide. Hä? Ich war der Ersatz und ich. Sie haben mich eingefordert. Sie haben mich am Leben erhalten. Ihr habt mich eingefroren. 60 Jahre lang. Das haben sie. Und zwar aus gutem Grund. Ich war der perfekte Kandidat. Ein Säugling mit unbeschädigter DNS. Wäre aber etwas schiefgegangen, wäre ich gestorben. Das Institut brauchte einen Plan B. Eine weitere Quelle für DNS aus der Zeit vor dem Krieg. Am besten verwandt mit dem Hauptexemplar. Meine Eltern waren dafür perfekt geeignet. Daher hat man euch im Vault am Leben gehalten und beschützt. Als ich dich aus Vault 111 freiließ, hatte ich nicht erwartet, dass du da draußen überleben würdest. Zwischen all dem, aber dass du es geschafft hast, mich gefunden hast und ins Institut eingedrungen bist, außergewöhnlich. Du hast mich rausgelassen? Du warst es also. Du hast mich rausgelassen. Ja, es war meine Entscheidung. Es war nicht mehr nötig, dich eingefroren zu lassen. Ich wollte wohl sehen, was geschehen würde. So eine Art Experiment. Ich wusste ja nicht, was für ein Mensch du warst. Würde das Commonwealth dich wie alles andere verderben? Würdest du überhaupt überleben? Ich habe mich vor allem gefragt, würdest du nach all dieser Zeit versuchen, mich zu finden? Jetzt weiß ich es. Ich liebe dich doch. Sean, eins solltest du wissen. Ich liebe dich. Das sehe ich. Das ist tja, bemerkenswert. Bald wirst du es hoffentlich verstehen. Alles, was ich getan habe, war für die Zukunft. Eine Zukunft, die hoffentlich nach den letzten Ereignissen nicht in Gefahr ist. In Bunker Hill ist es nicht gut gelaufen. Möchtest du erklären, was passiert ist? Ist das wichtig? Hinterhalt haben sie... Haben sie gegen gelassen? Das ist eine wirklich wichtige Sache. Sag ich Hinterhalt.
Wir wurden überfallen. Sie haben auf uns gewartet. Du verstehst vielleicht, dass das schwer zu glauben ist. Unser Angriff war als Überraschungsangriff geplant, nicht deren. In Bunker Hill solltest du deine Stellung als wertvolle Bereicherung des Instituts festigen. Doch jetzt entsteht nur Misstrauen. Und dass die stählerne Bruderschaft darin verwickelt war, sie konnten nicht wissen, was da vor sich ging. Ich werde dem Direktorat das Ergebnis erst einmal nicht mitteilen. Es sind schon Dinge in Bewegung, die dadurch scheitern würden. Wo wir gerade davon sprechen. Es wird Zeit, dich stärker in die Zukunft des Instituts einzubinden. Komm bitte rein. Das Direktorat hat eine Besprechung und du solltest dabei sein. Ich warte dann. Das reicht. Es wird Zeit, wieder reinzugehen. Okay. Spiel mir Vater, okay. Boah. Scheiße. Das könnte sein, könnte Schiffe laufen. Aber ein bisschen Schiffe sie gelaufen. Erstmal sprechen wir gerade. Nach oben. Runter, runter, hoch, hoch. Alle Wartungsanfragen sollten an die Abteilung angerichtet werden. Sean, bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Dann können wir uns unterhalten. Es ist wichtig. Okay, wir sind drüben. Ein bisschen schneller. Ah, hier. Okay. Ja. Vater, komm langsam, vorsichtig und ist alt, muss seine Zeit haben, bis der kommt. Bringen wir die Besprechung bitte erstmal hinter uns. Okay. Dann können wir uns unterhalten. Es ist wichtig. Gut, alle sind da. Wir sollten jetzt anfangen. Entschuldigung, aber was hat der denn hier zu suchen? Darauf gehe ich noch ein. Zuerst gibt es aber andere wichtige Themen. Die Unruhen im Commonwealth nehmen weiter zu, wie wir alle wissen. Dein Bericht? Alle Institutseinrichtungen sind immer noch sicher, mit einer bedeutenden Ausnahme. Intern läuft ansonsten alles nach wie vor gut. Ayo behält die Dinge an der Oberfläche im Auge. Ja, die Wächter melden keine weiteren Bedrohungen neben denen, die schon identifiziert wurden. Wir überwachen noch die erhöhte Aktivität bei Fort Independence. Es gibt derzeit aber keinen Grund zur Sorge. Der Flughafen von Boston ist weiterhin besetzt. Außerdem ist die Bruderschaft an mehreren weiteren Standorten im Commonwealth präsent. Laut Geheimdienstberichten ist diese Railroad weiterhin aktiv und wird immer ambitionierter. SEB-Agenten überwachen alle bekannten Situationen. Sehr gut. Danke. Es ist klar, dass unsere Sicherheit in Zukunft oberste Priorität hat. Also, wie sieht es mit Phase 3 aus? Entschuldigung, aber findest du, dass das jetzt der, richtige Zeitpunkt ist? Bei, ich meine, all den anwesenden Personen? Ah ja, stimmt. Hast du irgendwas über Phase 3 gehört? Phase 3? Natürlich. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Da bin ich erleichtert. Es ist als eine Art Geheimprojekt gedacht, was wohl bedeutet, dass alle schon Bescheid wissen. Energie ist, wie du an der Oberfläche gesehen hast, äußerst wertvoll. Ich rede nicht von irgendwelchen abstrakten Konzepten. Ich meine nutzbare Energie, die, mit der man Lampen leuchten lässt. Mit jedem Fortschritt des Instituts steigt unser Energiebedarf. Über die Jahre hinweg gab es viele Kompromisse und Opfer, um diesen Fortschritt zu ermöglichen. Okay. Was ist nötig? In dieser Welt sind Kompromisse wohl notwendig. Wohl wahr. Viel zu lang waren wir abhängig von anderen, von unserer Umgebung. Das ist jetzt vorbei. Phase 3 ist die Aktivierung eines Atomreaktors, der das Institut auf alle Zeit mit genügend Energie versorgen kann. Das stellt unser Überleben und unseren Erfolg sicher.
Okay, Reaktor? Wirklich? Wichtig. Klingt wie ein wichtiger Schritt. Das ist... Tja, eine Untertreibung. Der Reaktor ist so gut wie einsatzbereit, aber die letzten Tests haben gezeigt, dass noch Dinge zu tun sind. Daher kommen wir jetzt zu Phase 3 und zu deiner Hilfe. Sir. Ja, Ayo. Bisher haben wir noch Kellogg für Operationen an der Oberfläche eingesetzt, oder? Tja, er ist fort. Es gefällt mir zwar nicht, meinen eigenen Vater in Gefahr zu bringen, aber er hat bewiesen, dass er gut zurechtkommt. Ja, aber... Das steht hier nicht zur Debatte. Über ein Thema müssen wir aber noch reden. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Holdren, doch, ist es. Bitte. Wie einige von euch bestimmt wissen, werde ich jetzt seit geraumer Zeit von Dr. Volkert behandelt. Tut mir leid, aber das ist schwer für mich. Alle Versuche sind gescheitert. Keine der experimentellen Behandlungen war erfolgreich. Ich muss euch leider mitteilen, dass ich sterben werde. Nein, ist doch nicht dein Ernst! Leute, bitte, tut mir leid. So wollte ich es dir nicht sagen. Aber uns läuft die Zeit davon. Okay. Du stirbst? Du stirbst? Leider. Eine sehr aggressive Krebsart. Glaub mir, dass wir alles getan haben, was wir können. Wir können später noch reden. Jetzt steht die Zukunft des Instituts auf dem Spiel. Das Institut kann ohne Führung nicht überleben. Das Direktorat muss weiterhin die besten Interessen aller wahren. Daher ernenne ich meinen Vater zu meinem Nachfolger. Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Wirklich? Wie kannst du das rechtfertigen? Er ist keiner von uns. Nicht mal ein Wissenschaftler. Ich ignoriere deinen fast schon ungehorsamen Ton und sage dazu Folgendes. Das Institut hat genug Wissenschaftler. Was es braucht, ist Führung. Ich glaube, mein Vater hat sich in dieser Hinsicht als äußerst fähig erwiesen. Damit ist die Besprechung beendet. Danke. Es ist toll, dass du hier bist. Okay. Ich bin... Das Institut ist groß. Es wird etwas dauern, bis du weißt, wo sich alles befindet. Okay. Das wusste ich nicht. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf einmal. Tut mir leid, Vater. Ich hoffe, es war nicht zu anmaßend, dir die Leitung zu übertragen, ohne dich vorher zu fragen. Leistung übernehmen? Ich will nicht. Ich kann das. Ich kann das. Ich weiß nicht, ob ich dafür geeignet bin. Ich glaube auf jeden Fall an dich. Es steht außer Frage, dass ein Teil des Direktorats und das Institut als Ganzes beruhigt werden muss, was deine Ernennung angeht. Daher möchte ich, dass du diese neueste Operation leitest. Dr. Fillmore kann dir die Einzelheiten erläutern. Es stehen schwere Entscheidungen an. Für uns alle. Besonders aber für dich. Ich weiß, du wirst das Richtige tun. Okay. Gut zu wissen. Ich bin nächster Führer. X688 spricht in höchsten Tönen von dir. Ellie! Viel los heute, oder? Tja, es kommt noch mehr. Du wirst diese Operation anführen, wurde mir gesagt. Absolut. Keine Chance. Ich brauche mehr Infos. Ich weiß ja überhaupt nicht, worum es eigentlich geht. Natürlich. Darum reden wir ja. Sonst wärst du doch schon längst wieder oben. Die jüngsten Ereignisse haben unseren Zeitplan durcheinandergebracht. Den Reaktor zum Laufen zu bringen, hat für uns oberste Priorität. Er muss laufen. Und zwar seit gestern. Wir müssen ein wenig improvisieren. Das ist nicht schlimm, aber dazu werden wir Vorkriegstechnologie brauchen. Du gehst zum Gebäude von Mass Fusion und besorgst den Beryllium-Beschleuniger für uns. So gut wie erledigt. Gefährlich. Klingt gefährlich. An der Oberfläche ist es überall gefährlich. Aber darum bist du ja da. Du wirst mich beschützen. Was, dich?
Du kommst nicht mit? Das mach sagen. Du kommst mit? Das verkompliziert alles. Eigentlich nicht. Ich gebe zu, ich gehe nicht gern nach oben, aber ich werde dir nicht am Weg stehen. Dieses Gerät, das wir suchen, es ist sehr empfindlich und ziemlich alt. Nicht, dass ich dir nicht vertraue, aber mir vertraue ich mehr. Soll das jetzt ein Aufstand werden oder können wir los? Muss das sein? Klingt gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Nicht so sehr, wie ich mich freue, halt zurückzukehren. Ich gehe nur an die Oberfläche, wenn es keine andere Option gibt. Leider gehen uns die Optionen aus. Und zwar ziemlich schnell. Ich möchte ja nicht noch mehr Druck auf dich ausüben, aber wir müssen uns damit beeilen. Die Bruderschaft wurde bereits im Gebiet gesichtet. Sie dürfen nicht vor uns an den Beschleuniger kommen. Geh nach oben zum Transmitter. Wir treffen uns dort. Mama! Diese... fuck. Okay, mit diesem Mona. Muss ich dir sagen, dass ich bin der Nächste. Richtig, gehörst du. Okay. Desdemona hat einen Einsatz. Desdemona! Wir haben einen Notfall. Glory hat einen Runner in der Nähe des Unterschlupfs Dayton gesehen. Wir hatten gehofft, dass Bunker Hill uns etwas Zeit verschafft. Aber das Institut gefährdet unseren Einsatz. Ist die Lage wirklich so schlimm? Wenn wir einen Runner sehen, tauchen wir unter. Wir verstecken uns, bis keine Gefahr mehr besteht. Wir sind nie lange genug geblieben, um herauszufinden, wie schnell das Institut uns finden und vernichten kann. Das ist Neuland für uns. Okay. Kann ich helfen? Ja. Im Unterschlupf Ticonderoga ist das Licht ausgegangen. Schau da mal vorbei. Hoffentlich gibt's da keine Probleme. Solltest du jedoch auf einen Runner stoßen, töte ihn. Solange es keine Überlebenden gibt, bleibt deine Tarnung intakt. Okay. Unter Kontakt. Ich kümmere mich darum. Dann mal an die Arbeit. Such dir dein Team aus, Glory. Könnte den Doc brauchen. Mr. Smiley ebenfalls. In Ordnung. Hol dir... Der ist Dämona. Hast du dich schon mit dem Patrioten getroffen? Das werde ich. Es ist meine oberste Priorität, Kontakt mit dem Patrioten herzustellen. Lade das Holoband hoch, sobald du kannst. Mit der Hilfe des Patrioten können wir vielleicht einen bedeutenden Sieg für die Synths erzielen. Desdemona. Hast du dich schon mit dem Patrioten getroffen? Aber dran. Was war noch gleich der Plan? Tom hat... Wenn du... Oder... Oh, klar. Was war noch gleich der Plan? Tom hat ein Holo... Wenn du dieses... Aha. Oder... Aha. Ich arbeite. Lade das Holoband hoch. Okay. Gibt's Ärger. Wie muss er denn? So. Okay. Alter. Ich hab gedacht, jemand würde noch da. Achso, ich hab Level aufgestiegen bekommen. Jawohl! Was? Das war mir ein bisschen Angst. Boah, Yuppie! Alter! Zwang hab ich ja Schreck geleckt, mich am Arsch. Ich denke, was läuft für ein Monster jetzt rum? Die Bruder scheint informiert. Oh Manu! Mein Ziel ist, der Institut zu vernichten. Also halte ich mich daran. Oh
Ich weiß, soll ich das machen oder nicht? Ich habe gedacht, wenn ich es erzähle, das wird gut, aber nichts passiert. So Leute, ich werde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns nächste Folge und ja, mal sehen, wie wir das nächste Folge. Ciao.